Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Die Linse richtig, richtig dreckig Video. Wir sind heute im Nutbush Forest. Oh Gott. Der Thomas hat das Conway heute dabei. Wir checken heute mal den Spot hier ein bisschen ab. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich super selten hier. Alles ist wahrscheinlich jetzt gerade neu für mich. Jerry steht auch da hinten und ich darf heute das Stevens mal fahren und das auch noch mit nach Hause nehmen und ein bisschen testen. Ich habe euch ja schon an der Messe gesagt, dass das Bike ja, ich mal vom Thomas zum Testen bekomme. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt, weil auf der Freeride in Olpe, das war ja nur eine kurze Nummer. Ne? Ja, und das glänzt ja eigentlich da, wo es wirklich ruppig wird und auch mit Wurzeln und so. Und hier ist ja schon ein bisschen anders. Ja, hier ist zum, ja, Wurzeln haben wir hier nicht, aber zumindest ruppig. Ein paar Jumps. Ja, ne? Genau. Wir checken den Spot mal ab, nehmen euch heute mit und vielleicht kann ich euch am Ende mal sagen, dass mir das hier vielleicht doch ein bisschen Spaß macht. Gucken wir mal. Wir warten mal ab. Genau. Ich mal hier an die Schaltung gewöhnen. Ein bisschen andersrum. Neue Bremsen hat der Thomas drauf. Das heißt, ein bisschen gewöhnen. Oh Gott. Okay. Das ist auf jeden Fall alles komplett anders, als ich es in Erinnerung habe. Ah, jetzt sind wir hier. Der Ausgang ist irgendwie ein bisschen anders geworden. Das ist halt zum Überrollen komplett, ne? Also den großen, den brauchst du gar nicht fahren, glaube ich. Ist natürlich halt echt auch erstmal hier kurz mit dem Rad so ein bisschen anfreunden. Wobei, normalerweise, okay, liegen mir die Räder von Thomas eigentlich immer. Ich denke mal eher, tatsächlich, wenn ich jetzt hiermit auf einem Spot unterwegs wäre, den ich in- und auswendig kenne, wäre es sehr entspannt wahrscheinlich. Wir haben uns jetzt entschieden, hier in dem Sprung, weil man nicht so einen weiten Uphill hat, ein bisschen einzufahren. Auch ganz gemütlich. Ja, fast. Yes! Ja! Also ich weiß nicht, ich glaube, mir hat das tatsächlich auch so ein bisschen geholfen, einfach mal verschiedene Räder zu fahren und ja, immer sich so anzupassen, zu adaptieren. Also jetzt so, was so Fahrtechnik angeht. Ja. Das macht wie beim Autofahren. Wenn du dich früher erinnerst, ja, immer wenn du ein Video, jetzt bin ich auf dem E-Bike, dann hattest du sofort im Kopf eine Blockade, du bist auf dem E-Bike. Ja, ja. So, und das hast du ja bei mir mal gesehen, so, ja, New Bike Day, Kinevo Bikepark, so zack, ne, erste Abfahrt, ja, ja, bumm, ne? Also das ist einfach, du hast das nachher so, man schiebt es immer aufs Bike, aber eigentlich ist es gar nicht das Bike, sondern... Ja, gestern waren wir mit dem Conway unterwegs und früher habe ich ja gesagt, so steile Sachen fahre ich mit schweren E-Bikes nicht. Und dann sind wir auch steile Wurzelpassagen und so weiter alles gefahren und ich habe mir erst im Nachhinein habe ich gecheckt, so, ah, okay, früher wärst du das gar nicht gefahren, weil du jetzt gedacht hättest, du hättest ein schweres E-Bike. Aber letzten Endes muss man einfach nur anders fahren. Ne? Schauen wir mal gemütlich ab hier. Ja, die Kameratasche an. Ah, hier rein. Okay. Ah, das war falsch. Also Leute, ich habe mir jetzt mal hier so ein bisschen Überblick verschafft. Es gibt vielleicht so drei Lines, die ich fahren kann, aber ich finde tatsächlich, der Spot ist sehr einschüchternd. Also
klar, ich bin kein Dirt-Jumper und so, ne? Das sind noch so Sprünge, die mir nicht liegen. Aber das ist schon eine krasse Nummer. Also erstmal eine krasse Leistung, was die Jungs hier vom Dirt Stylers e.V. hingebastelt haben. Aber auch Respekt für alle, die das springen. Ich finde das echt eine krasse Nummer. Ich glaube trotzdem, dass man hier gut Spaß haben kann. Weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich werde jetzt Mitglied hier im Verein und fahre hier ein paar Mal vormittags hin. Wenn man alleine ist, ganz entspannt, fahre die entspannten Lines und dann irgendwann taste ich mich an die größeren ran. Ich meine, da ist natürlich, es ist klar, es ist was für die Anfänger auch dabei, aber halt auch was für die ganz hartgesottenen. Und ich würde sagen, hier an dem Spot, definitiv lernt man hier ordentlich springen. Und trotzdem verbringen wir jetzt hier den Vormittag und trainieren einfach ein bisschen üben, ein bisschen Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Jetzt ein, zwei Runden hier auf der kleinen Line noch mal warm. Die ersten zwei würde ich so. Vielleicht, wenn ich mich gut fühle, den dritten. Da kann man doppeln, glaube ich. Eigentlich. Fahren wir jetzt nochmal. Sag nicht mehr schalten. Ich schieb jetzt mal auf. Nicht mehr schalten. Der Gang, den ich jetzt drin habe, der funktioniert ja nicht. Warte mal. Warte mal, schalt noch einen Gang. Zweiten von unten ist gut. Zweiter von unten? Ja. Du brauchst schon ein bisschen Speed. Und Turbo an, genau. Oh je, ey. Du kannst das. Okay. So, Daniel, du kannst das. So, ab geht's. Ab geht's. Lass ihn mal. Hey. Ja, hab ich weggedrückt. Ja, das war doch tricky hier, ne? Ja, die Sandkurve. Voll im oh. Ja, ich habe den auch weggedrückt, das Road Gap. Mein super. Herz, ey. So Leute, ich habe mich umgezogen, Thomas ist schon weg und für mich geht es jetzt nach Hause. Ich habe das E-Maverick jetzt hier drin und das werden wir jetzt demnächst ausführlich mal testen. Ich freue mich schon. Und ja, Nutbush, muss ich sagen, immer noch eine krasse Nummer. Auf jeden Fall ein Spot, wo ich ja eigentlich viel zu selten bin, aber mich da einfach auch echt, muss ich sagen, ich habe echt krass Respekt vor den Sachen. Das Gap jetzt, das war schon Überwindung, da hatte ich schon ordentlich Herzklopfen. Nichtsdestotrotz bin ich happy, das gemacht zu haben. Gar nicht mal so ein schlechter Start für die Woche und gar nicht mal so ein
ja, so ein schlechter Start für die Saison, ne? Ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Demnächst gibt es den Test mit dem E-Maverick. Und heute hat das schon ganz gut funktioniert dafür, dass ich da jetzt hier nur ein Stündchen drauf saß. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, lasst ein Abo da. Macht's gut. Ciao, ciao.